Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Auto-Vlog-Video. Wir sind gerade fast startbereit. Matze sortiert da hinten noch Leergutflaschen. Und dann fahren wir einkaufen, wie immer. In der Zeit habe ich ja Zeit, um mit euch ein bisschen zu schnacken. Ja. Im Moment ist es halt wieder so, dass ich halt so Arbeitszeiten hatte, dass ich keine Zeit zum Filmen hatte. Beziehungsweise, ich hatte mittags ja ein bisschen frei, mal Freizeit, mal Zeit für mich. Und die habe ich auch dann mal für mich genutzt. Das heißt, ich habe mir dann auch mal einen schönen Film angeschaut oder habe einfach mal die Ruhe genießen können. Genau. Ja, und jetzt haben wir Samstag und wir fahren jetzt gleich noch ein bisschen einkaufen. Beziehungsweise jetzt. Und dann, ich denke, ich werde noch einen Käsekuchen heute backen. Und heute Abend machen wir Hähnchengeschnetzeltes mit griechischem Salat und Tzatziki selbst. Ja, und dann ist der Samstag leider Gottes auch schon wieder rum. Nächste Woche habe ich Mittwoch und Donnerstag frei. Vielleicht drehe ich dann ein paar Videos vor oder ich drehe die für den Tag. Ich weiß es noch nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Matze ist jetzt auch da, da kommt er jetzt. Er ist auch da. Ich bin schon die ganze Zeit hier. Ich weiß, er kommt jetzt rein, dass wir losfahren können. Wir müssen dir unbedingt die Haare schneiden. Ja. Ich denke mal, vielleicht machen wir das heute auch noch. Und meine Haare würde ich gerne tönen. Also ich bin am überlegen, ob ich sie mir wieder ganz schwarz mache, dann weil... Dann, dass du ein Video drehen musst. Ja, das mache ich auch noch. Die Haare wollte ich gerne schwarz färben wieder eventuell oder ich mache sie wieder braun, aber das Graue, das ist nicht so... Also da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich meine, ich will zwar in Würde altern und ich habe auch kein Problem damit, aber es nervt, wenn man sich je nach dem Schick anzieht und sieht dann obenrum aus, weiß ich nicht, wie Cruella de Vil. Und das ist nicht so toll. Ich mag zwar Cruella de Vil irgendwie ein bisschen. Nein, ich mag nicht, was sie macht, aber egal. Ich will nicht so aussehen. Ja, und ich will auch keinen Mantel aus Dalmatina tragen. Ich trage lieber meinen schwarzen aus Baumwolle. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Den habe ich mir mal, das ist ein Buffalo-Wintermantel. War teuer. Der war echt teuer. Aber ist auch schon alt. Ich liebe diesen Mantel. Ja, und da ich abgenommen habe, kann ich den auch wieder tragen. Das ist sehr schön. Vorher habe ich obenrum die Arme, die waren halt ziemlich breit wieder. Und das war dann zu eng und ich habe mich gefühlt wie so eine Presswurst und so gehe ich nicht raus. Also egal ob Oberteile oder Hosen oder Jacken, Mäntel etc. pp. Also ich mag das an mir selber nicht, wenn das dann zu eng ist. Ich mag es lieber ein bisschen lockerer. Wer das mag, das ist in Ordnung. Das bleibt natürlich für jeden selbst so offen, aber ich mag es an mir nicht. Ich bin dann auch immer am Gucken. Ich hatte mal einen Fall, ich weiß gar nicht, ob ich den euch schon mal erzählt habe. Und zwar waren wir oben beim DM und da hatte ich ein Shirt an. Die waren früher modern, die waren halt sehr kurz, die gingen gerade bis über die Gürtelschleifen oder so, über den Bund von der Hose. Ja, und dann gehe ich da so und strecke mich und sehe dann im Spiegel, dass mein Bauch dann da rausguckt. Ja, das war dann für mich so ein Moment, wo ich dachte so, nein, erstens siehst du das nicht mehr an, wenn du einkaufen fährst und zweitens fahren wir jetzt sofort nach Hause, das ist oberpeinlich. Das ist halt so mein Kopf und mein blödes Denken manchmal. Das war nicht peinlich, das hat auch keiner gesehen. Und wenn, wird es auch keinen interessieren, denke ich. Aber das ist halt mein Denken. Das ist halt meins. Jeder sieht solche Dinge ja auch anders. Ist auch absolut in Ordnung. Ich hoffe, meine Kamera macht im Moment nicht so ein Gedöns wie letztens, wo ich drin gefilmt habe. Da hat die ständig gezoomt oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es jetzt zu hell im Wohnzimmer, dass ich die Einstellung ändern muss wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich muss da ein bisschen rumexperimentieren. Matze sagte auch eben, ein Video möchten wir ja auch noch drehen. Habe ich gesagt, ja, ein Video müssen wir auch noch drehen. Ich habe
vor, ein How-to-Do-Video zu drehen. Und zwar, wie bringe ich eine schicke Folie an unserem Handy an? Beziehungsweise Matze bringt an und ich filme dann. Teamwork. Ja, How-to-Do. Mal gucken, was sonst noch so alles kommt. Also im Moment bin ich ja nicht so oft am Filmen. Wie gesagt, die Zeit, die fehlt auch. Und auch mit euren Kommentaren. Ich bin so glücklich, wenn ihr mir schreibt. Und ich bedanke mich auch bei euch dafür. Es dauert nur manchmal, bis eine Antwort kommt. Seid mir da bitte nicht böse. Ich habe einfach zu viel zu tun. Und wenn ich frei habe, dann habe ich im Moment auch den Computer gar nicht an. Und am Handy kommentieren finde ich immer ein bisschen blöd. Oder ich habe die falsche App dafür, ich weiß es nicht. Weil wenn ich am Kommentieren bin und will dann nochmal was nachgucken oder so, dann zeigt das mir an Verwerfen. Nein, will ich nicht verwerfen. Fortfahren? Ja, ich will fortfahren. Aber ich wollte doch nochmal was gucken, aber das geht dann nicht. Naja, deswegen kommentiere ich lieber am Laptop. Aber in letzter Zeit habe ich den sehr selten an, muss ich gestehen. Weil bei der Arbeit gucke ich genug auf den Bildschirm und manchmal hat man dann wirklich die Nase voll, muss ich sagen. Ja, hier hat es ein bisschen geschneit, aber es ist heute auch wärmer als in den letzten Tagen, ne? Zippt da noch. Ganz konzentriert am Fahren. Ja, wir zwei Verrückten, ne? So, Jay muss heute den ganzen Tag arbeiten. Morgen hat Matze sie schon zur Arbeit gefahren und hat uns dann Käsebrötchen mitgebracht. Da haben wir schön gefrühstückt. Dann haben wir uns einen Zettel geschrieben, einen Einkaufszettel geschrieben. Und ja, jetzt sind wir halt unterwegs. Und heute wollte ich auch noch mal kurz in Kick rein und in Teddy noch mal nach ein bisschen Dekozeug gucken. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit meinem Wohnzimmer. Also da sind immer noch so ein paar Dinge, die mich stören. Und dann will ich demnächst mein Aquarium wieder fit machen, beziehungsweise unseres. Dann muss ich mir aber noch so einen Mulchsauger oder sowas besorgen. Obwohl Petra hat gesagt, sie hat auch so einen. Oh, die Weihnachtsdeko wird abgemacht, wird ja auch mal Zeit. Ja, und dann wollen wir eventuell, meine Tante wird ihr Aquarium auflösen, soweit sie mir erzählt hat. Und wenn sie das macht, dann werden wir wohl die Sachen übernehmen. Und dann mal schauen. Ja, wenn wir den großen Hamsterkäfig nicht da stehen hätten, hätten wir das große Aquarium nehmen können. Dankeschön. Na, du wieder. Mhm. Das große Aquarium. 180 Liter. Ja, passt. Das wird erst nicht besprochen. Ich habe die Ecke, die nervt mich im Moment. Also das Wohnzimmer ist so recht schön, aber wir haben eine Ecke, da steht das Aquarium, was halt noch nicht schön aussieht. Da steht der Hamster und da steht der Ellipsentrainer. Und das gefällt mir noch nicht so. Also das ist meine Hate-Ecke. Hate Corner. My favorite Corner ist die Ecke, wo ich ab und an filme. Ja, aber ich habe auch einen Hate Corner. So, jetzt sind wir auf jeden Fall da. Es geht eigentlich heute, oder meine ich das nur? Letzte Woche war mehr, glaube ich. Ja. Mal schauen. So, wir gehen jetzt erstmal einkaufen und ich melde mich später nochmal bei euch. Und dann schauen wir mal, was wir so noch machen heute. Auf jeden Fall haben wir unseren Parkplatz hier wieder. Wir haben immer denselben Parkplatz. So, bis später. So, und wir sind jetzt wieder auf dem Heimweg. Wir haben wieder jede Menge Obst und Gemüse eingekauft, weil wir nächste Woche auch, was kratzt mir denn jetzt im Hals? Sorry. Nächste Woche wollen wir Ofengemüse machen mit Lachs. Wir haben jetzt einiges an Gemüse geholt. Ich muss nur einiges auch noch vorbereiten, wie zum Beispiel den Rosenkohl. Der darf nicht da drin bleiben. Den muss ich schon rausholen. Entschuldigung. Und dann waren wir auch noch mal beim Kick. Da habe ich mir zwei Hosen und zwei Hemdblusen
Und so T-Shirts wird runter noch geholt. Ja. Ich habe zwar mehr Spaziergeh- und Gammelsachen an, aber wenn man mal einkaufen fährt oder so, dann will man auch schick aussehen. Weil zu Hause, da brauche ich mich dann an. Da macht sich keiner von uns großartig fertig, weil wofür? Man ist zu Hause und braucht man das auch nicht. Aber wenn wir jetzt wegfahren oder so, dann machen wir uns natürlich schick. Und beim Spazierengehen habe ich ganz normale Hosen halt eben an, am liebsten enge Hosen, damit ich damit in die Gummistiefel reinkomme. Die Hose habe ich nämlich dann in den Stiefeln an und dann natürlich ein Pulli oder so eine Jacke drüber und fertig. Und dann komme ich heim, ziehe mich um, dann habe ich wieder meine normalen Klamotten und dann, ja, und abends wird Schlafanzug angezogen. Trotzdem dreimal umziehen am Tag, viermal. Morgens umziehen für die Spaziergeh-Klamotten, danach umziehen für die Gammelklamotten, wenn ich arbeite. Dann anziehen, wenn wir wieder spazieren gehen, dann wieder umziehen, wenn ich heimkomme. Und abends ist es sogar fünfmal. Ich ziehe mich fünfmal an. Aus am Tag. Ja, aber das ist nicht schlimm. Das ist okay. Ja. Jetzt essen wir gleich ein Stückchen Kuchen, den haben wir uns geholt. Dazu trinken wir eine Tasse Kaffee. Heute Abend gibt es Hähnchengyros, Tzatziki und Salat. Und wenn Sarah Jane das nicht mag, hat sie von uns noch eine Hühnchenbox mitgebracht bekommen. Und dann mal schauen. Wenn sie es doch isst, dann kann sie die essen, wenn wir nächste Woche mal Falafel essen, falls sie die nicht mag. Das ist immer so eine Sache. Sarah Jane ist beim Essen sehr wählerisch, was auch absolut in Ordnung ist. Jeder hat so seins. Und aus dem Grund alles gut. Ja. Jetzt sind wir, wie gesagt, auf dem Weg nach Hause. Kannst du mir nachher in dem Wasserfilter einen neuen reinmachen, bitte? Gefiltertes Wasser. Ich habe mir eben beim Kick noch eine schöne Flasche mitgenommen. Da mache ich mir dann mein Magnesiumwasser rein oder so einen Tee, den man kalt aufbrühen kann. Die finde ich auch ganz nett. Ich weiß, warum es mir im Hals kratzt. Das ist das Zeug, was du drinne hast. Ich hatte gerade richtig Kratzen im Hals. Hm, das ist dieses Liquid, was du hast gerade. Aber ich puste raus. Ja, aber ich rieche es trotzdem und es geht mir dann in den Hals, wenn ich es einatme, weißt du? Ist halt so. Ja, wir sind jetzt gleich zu Hause und dann werde ich euch diesen kleinen schönen Vlog hochladen und hoffe, euch gefällt es trotzdem, auch wenn ich nur ab und an so kleine Videos drehe, wenn wir unterwegs sind. Aber wie gesagt, im Moment fehlt mir die Zeit. Ich werde auch gucken, dass ich nachher, wenn ich den Vlog hochlade, eure Kommentare kommentiere, weil das ist mir ganz wichtig. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar von euch und ja, mal gucken, wie das alles so wird. Ich muss erst mal gucken, dass ich demnächst mal ein paar andere Videos noch hochlade. Aber mir fehlt, wie gesagt, die Zeit. Es kommt heute dann noch eins, dieses How to Do mit der Handyfolie. Aber ansonsten, ich muss mir wirklich mal überlegen, wie ich das hinkriege. Ich wollte ja auch noch Kochvideos und so machen, aber wenn einem die Zeit fehlt, ist das alles ein bisschen schwierig. Naja, wir sind jetzt zu Hause und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, wann immer ihr das Video schaut. Und wir sagen dann tschüss. Tschüss. Tschüss.